Moment und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Oh, hallo Leute. Ich werde hier gerade geschminkt und zwar von Ruven. Hallo. Ich bin nämlich heute beim Musical Tarzan. Da gibt's eine ganze Menge Affen. Und ich werde auch gerade in einen verwandelt. Und genau darum geht's auch heute. Um Musicals. Musicals sind wie Theaterstücke. Aber die Künstler sprechen nicht nur, sondern singen und tanzen auch. Und das mit tollen Kostümen, großer Lichtshow und cooler Musik. Vielleicht kennt ihr ja selbst ein paar Musicals. König der Löwen zum Beispiel oder Starlight Express. Ich bin heute beim Musical Tarzan. Das ist die Geschichte von einem Jungen, der auf einer Insel im Dschungel bei Affen aufwächst. Als er erwachsen ist, kommt die Wissenschaftlerin Jane auf die Insel und die beiden verlieben sich ineinander. Ich check heute, was ein Musicalstar alles können muss. Ich üb singen und tanzen, flieg an einem Seil durch die Luft und verwandle mich in einen echten Dschungelbewohner. Also, hier kommt der Musical-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Wie wird man Musicalstar? Welche Rolle spielt Musik im Musical? Und warum ist Schminke auf der Bühne wichtig? Das check ich für euch. Los geht's im Stage Apollo Theater Stuttgart. Hier treffe ich gleich die zwei größten Stars des Tarzan Musicals. Merle spielt Jane und Gianmarco Tarzan. Und dieser Mann ist schuld. Die Welt wird anders. Sie stellt die Welt mir auf den Kopf. Ich fühle mich schuldig. Fühlt sie wie ich jetzt auch. Bis noch. In dieses neue. Entschuldigung. Hallo. 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 Tobi, freut mich. Grüß dich. Hallo Merle. Hallo Tobi. Ihr seid die großen Musical-Stars, oder? Tarzan und Jane. Ja, krass. Ja, sieht gar nicht so aus. Nee, gerade seht ihr noch so nicht so aus. Du siehst vor allem gerade noch nicht aus wie Tarzan. Also ja, ich vermisse meine Haare jetzt, aber... Die fehlen gerade. Ja, normalerweise. Abends bin ich immer bereit. Was muss man denn überhaupt können, wenn man Musical-Star werden will, so wie ihr? Checker-Frage. Wie wird man Musical-Star? Eigentlich sind es ja drei Fächer, also sozusagen Tanz, Gesang und Schauspiel. Tanz, Gesang und Schauspiel. Das kommt im Musical immer zusammen. Genau. Viele Künstler lernen das an speziellen Musical-Schulen. Für eine Rolle auf der Bühne müssen sie nach ihrer Ausbildung vor einer Jury zeigen, was sie können. Das nennt man Casting oder auch Audition. Auch Merle und Gianmarco mussten sich gegen hunderte von Mitbewerbern durchsetzen. Richtige Musical-Stars werden also nur die wenigsten. Wer super singen, tanzen und schauspielen kann, muss sich in einem Casting gegen andere Bewerber durchsetzen. Gecheckt. Wenn ihr beide als die Musical-Stars von Tarzan mir so ein bisschen die Grundlagen vom Singen beibringen könntet, das wäre super. Gut. Wie fängt man denn sowas an? Also ich mache gerne so, um in die Stimme reinzukommen, mache ich so Lippentriller heißen die, ne? Lip Trills heißen die auf Englisch. Und mach mal. Und Lippentriller, so ja, total gut. Damit die Stimme gut klingt, gibt's noch mehr lustige Übungen. So wie die hier. Die lockert den Kiefer. Macht mal mit. Irgendwann kommt das will. Man kann auch so tun, als ob man so einen Ball wirft zum Beispiel. Ne? Und dann einmal so... Oder wie in deiner Stimmlage so und ein bisschen tiefer so, ne, ja, damit du ihn mit dem ganzen Körper so die Stimme so mitgeben. Genau, so mitnehmen. Wow. Ja, genau. Und dann kannst du das so richtig aus dem Fenster rauswerfen. So. Ja, du hast die Scheibe kaputt gemacht mit deiner wahnsinnig großen Stimme. So, jetzt habe ich meine Stimme ja gut aufgewärmt. Jetzt bringt mir doch mal irgendwas zu singen bei, was man in einem Musical oder in eurem Musical so singen würde. Hör die Worte, die dein Schicksal prägen. Schön. Das war toll. Ja, das ist ein bisschen Atmosphäre, Ambiente. Ja, viel Atmosphäre. Dann, ja, man hat auch in deinem Gesicht voll viel gesehen. Nicht nur hast du gut geatmet und so, das habe ich ja gerade schon gelernt, aber du lächelst richtig doll dabei, wenn du das singst. Das versuche ich jetzt mit dir zu singen. Ja. Okay. Bereit? Nee. Jetzt. Bereit? Ja.
Hör die Worte, die dein Schicksal prägen. Ja. Yeah. Mega. Sehr gut. Okay, aber was müsste ich jetzt noch als nächstes unbedingt hinkriegen? Ja, du musst tanzen einfach noch, ne? Das fehlt dir jetzt noch. Das ist noch wichtig, ne? Das ist wirklich wichtig, ja. Das heißt, ich gehe jetzt eins weiter. Du musst eins weitergehen zu unserem Dance-Captain. Dance-Captain, ja. Alles klar. Dann suche ich den mal und wir sehen uns später noch. Viel Spaß. Vielen Dank euch. Aber vorher eine Frage an euch. Seit wann gibt es Musicals? A, seit etwa 50 Jahren? B, seit etwa 100 Jahren? Oder C, seit etwa 300 Jahren? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Tanzen gehört zu jedem Musical. Das kann aussehen wie Ballett oder auch wie ganz wilder, moderner Tanz. Die Abfolge der einzelnen Tanzschritte zur Musik heißt Choreografie. Aber auch alle anderen Bewegungen auf der Bühne gehören dazu. Weil es bei Tarzan zum Beispiel so viele Affen gibt, lernen die Darsteller vom Choreografen nicht nur tanzen, sondern auch, wie sich Affen bewegen. Das alles bringt ihnen Gianluca bei. Er ist Choreograf und übt gerade mit seinen Tänzern. Mit Charlie, Mimi, André und Julie. Hallo! Gianluca. Hallo, Tobi! Grüß hallo, dich. Hallo, wie geht's? Gut, alles geht's gut? Mir. Dir auch? Willkommen! Ja, ja. Hallo, Affen! Mit dir hier lernt man erstmal, wie bewegen sich Affen, wie verhalten ja, sie sich. Genau, ja. Und das bringst du den Leuten erstmal bei. Ja. Deine Hinter unterlassen, okay? Popo so, unten. Ja, ja. So, nicht hier, komm, immer da. Okay. Ja, und sehr lang in deine Arme. Okay? Arme ganz lang? Ja, ja, ja. Ganz lang. Pum, pum. Bam. Ja, das war's. Da, das war's. Ja, genau. Vom, ja, Hand, Fuß, da. Und auch das da. Muss man lernen. So macht der Chefaffe im Dschungel. Das war's. Gorilla! Und so machen's die Profis auf der Bühne. Aber ihr vier, ne? Ihr steht ja wirklich jeden Abend auf der Bühne, so. Oder auch teilweise mehrmals. Macht ihr vorher euch trotzdem Gedanken, wie euer Gesicht bei welcher Szene aussieht? Ja. Lieber Gorilla, böser Gorilla oder so? Ja, lieber Gorilla, böser Gorilla gibt's auf jeden Fall. Also es gibt ja bestimmte Szenen, die wir spielen und da haben wir auch bestimmte Emotionen und reagieren auf das, was auf der Bühne passiert. Mhm. Kannst du mal versuchen, nur ein liebes Gorilla-Gesicht zu machen und dann ein böses? Okay, ja. Oh Gott, ja, krass. Reicht das? Jede Bewegung und jeden Schritt hat sich der Choreograf vorher ausgedacht und festgelegt. Jeder Darsteller weiß also ganz genau, wann und wie er wohin tanzen muss. Bis das alles so aussieht wie hier, müssen die Darsteller 2 Monate lang mehrere Stunden täglich proben. Krass, oder? Ja, okay. Okay. Komm her. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Und das ist deine Choreografie. Alles klar. Okay. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 und roll. 7, 8, 1, Leute, ich bin jetzt schon platt. Und die machen das stundenlang. Roll, 7, 8. Das passt mal. Oh, bam! Musicals sind vor ungefähr 100 Jahren in den USA entstanden. Genauer gesagt am Broadway. Das ist so ein Theaterviertel in New York. Die Theater dort bekamen kein Geld vom Staat. Also mussten sie gucken, dass sie Stücke spielten, die möglichst viele Zuschauer anlockten. Denn je mehr Zuschauer, desto mehr Geld kam in die Kassen. Deshalb hat man vor allem Stücke aufgeführt mit so prächtigen Kostümen, wie ich gerade eins anhab, unterhaltsamen Geschichten, Tanzeinlagen und Liedern zum Mitsingen. Dir gehört mein Herz. Das Musical war geboren. Berühmte Musicals sind zum Beispiel die West Side Story von Leonard Bernstein. Dem Typen hier. Oder auch das Phantom der Oper und Cats. Danke. Die wurden komponiert von Andrew Lloyd Webber, ihm hier. Und der hat damit 2 der erfolgreichsten Musicals weltweit geschaffen. Die Affen und Tarzan singen und tanzen ja nicht nur. Sie fliegen auch an Seilen kreuz und quer über die Bühne. Zum Teil in 15 Metern Höhe. Und auch hier folgt alles einer Choreografie. Der Mann, der dafür sorgt, dass dabei nichts passiert, heißt Willem. Er ist der Flug- und Sicherheitsexperte hier und bringt allen neuen Darstellern das Fliegen bei.
Und jetzt hoffentlich auch mir. Okay, jetzt sehe ich schon, dass du hier den Leuten das Fliegen beibringst, ne? Richtig. In der Halle? In dieser Halle, ja. Was muss man denn können, um das von dir zu lernen? Naja, man muss körperlich fit sein. Mhm. Geht? Geht, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Man muss höhentauglich sein. Okay. Obwohl wir das auch schon Leuten beigebracht haben, die schon auf einer Zeitung Höhenangst hatten. Das geht schon. Die Leute müssen sich halt dem System anvertrauen. Das ist es eigentlich. Okay. Ja. Dann lass mal starten. Ich habe ein Gurt vorbereitet, lass loslegen. Super. Und der Gurt hier, der hält mich jetzt gleich. Der hält dich zu 100%. Ja? Okay. Kannst loslegen. Ja, genau. Lass weg. Ich fliege. Au. Und? Ja. So fliegen wir natürlich nicht, ne? Das so sitzend? Ja, so sitzend, das sieht ja ein bisschen wie die Oma aus. Ne? Das wäre aber gemütlich. Das wäre gemütlich, ja, aber machen wir nicht. Okay. Versuch dich mal auf die Seite zu drehen, die Hüfte so einzudrehen. Ah, genau. Wow, was passiert denn jetzt? Ja. Das Ding kann sich drehen. Genau, oder? Du kannst dich in dem Gurt komplett drehen. Ja. Genau. Hand geht nach oben. Sieht schon sehr gut aus. Ja, das ist schon ein richtig kleines Äffchen. Ein kleines Äffchen. Ups. Ups. So, jetzt setz dich mal hin. Deine Hände vom Seil. Und versuch, die Knie zur Brust zu nehmen. Dadurch wirst du nach hinten überfallen. Alles gut. Alles gut. Ja, ja, ja. Oh Gott! Füße ans Seil. Arme immer schön hängen lassen. Ah ja, richtig. Ich bin ein Affe. Affen, lange Arme, kurze Beine. Oh. Deine Affenlaute machen. Genau. Na. So. Ich glaube, wir haben einen neuen Affen. Hallo. Ich würde sagen, wir fangen mal an zu fliegen. Wow, hier steht mir ja plötzlich schon ganz schön hoch. Genau. Hand schön gerade am Seil. Und dann einfach mal loslassen. Einfach loslassen. Einfach loslassen. Wow! Und versuchen anzugreifen. Genau. Sehr gut. Perfekt. Und sogar gleich gefangen. Das schaffen die meisten in der Audition nicht. Wirklich? Ja. Die kriegen das nicht hin, da zu greifen. Eins, zwei, drei. Wow! Krass. Sehr gut. Voll gut. Ja. Okay. Wow! Ey, auf Dauer wird das Fliegen echt super anstrengend. Ich glaube, ich mache mal eine Pause. Und in der checke ich meine zweite Checker-Frage. Welche Rolle spielt Musik im Musical? Die Musik ist im Musical super wichtig. Sie wird meistens live von einem Orchester gespielt. Guckt mal hier. In einem Musical-Orchester spielen im Schnitt 12 bis 15 Musiker. Weil Musical-Theater oft wenig Platz haben, wie zum Beispiel hier bei König der Löwen, spielt das Orchester nicht auf der Bühne, sondern entweder in einem Graben davor oder sogar in einem extra Raum. Der Leiter des Orchesters heißt Dirigent. Er sieht die Sänger und Tänzer über einen Bildschirm und weiß so immer, wann die Musiker spielen müssen. Wenn die Sänger zum Beispiel schneller singen als sonst, kann der Dirigent seinen Musikern ein Zeichen geben, dass sie auch schneller spielen sollen. Und die Lieder spielen im Musical eine super wichtige Rolle. Guckt mal. Ein Lied im Musical ist nicht einfach nur ein schöner Song, er soll auch die Geschichte weitererzählen. Außerdem reagieren die Darsteller in den Songs auf das, was gerade passiert ist, und drücken so ihre Gefühle aus. So wie hier Tarzan, der so sein will wie die Menschen aus der Stadt. Ohne Musik geht beim Musical gar nichts. Meistens wird sie live von einem Orchester gespielt. Die Lieder erzählen die Geschichte weiter. Gecheckt. So Leute, ich habe alles geübt, was man als Darsteller bei Tarzan können muss. Singen, tanzen und fliegen. Tarzan, Jane und die Affen sind schon bei der Probe. Und das ist meine Chance. Ich will nämlich mitmachen. Warum hat sich mir die Frage gestellt, warum ich mir über solchen Unsinn überhaupt den Kopf zerbreche, wenn ich doch genauso gut... Darf ich euch kurz unterbrechen? Hi! Hallo! Tobi! Na? Geht's euch gut? Schwieriger Moment. Super! So, jetzt wollte ich euch ja eigentlich gar nicht stören in eurem heiligen Moment, ne? Aber jetzt bin ich ja schon mal da und jetzt habe ich mich gefragt, ein bisschen was gelernt habe ich auch schon heute. Ich könnte ja mitproben vielleicht, als Tarzan sogar. Dann könnte ich dein Tarzan sein. Ui, oder? Was meinst du? Es gibt nur ein Tarzan. Wie jetzt? Das aber du hast viele, viele Übungen als Affen gemacht. So. Das stimmt. Warum machen wir alles zusammen? Oder? Gianluca? Jo. Darf ich bei euch mitmachen? Bitte, Tobi. In der Probe? Ja, warum nicht? Mega gut. Ja, geil. Viel Spaß. Bis später, euch auch viel Spaß. Viel Spaß. So Leute, gleich geht's los. Achtet mal auf die Choreografie.
Obwohl es vielleicht so aussieht, als wäre vieles spontan, jede Bewegung auf der Bühne ist bis ins Detail geplant. Während wir hier hinten tanzen, müssen sich Tarzan und Jane für ihren Flug einhaken und abheben. Und alles zusammen ergibt dann eine super Bühnenshow. Das sah ja mega cool aus. Tobi! Dankeschön. Danke. Richtig romantisch bei euch gerade. Ja, super. War auch richtig schön. Unser Supermoment. Dami, ich will das auch machen. Ich will auch über die Bühne fliegen. Du bist ja der Boss hier. Darf ich? Natürlich. Ehrlich? Jetzt und die Ende, ja. Ja, okay. So elegant wie Tarzan kann ich noch nicht fliegen. Aber es macht so Bock, Leute. Ich wollte euch noch Tschüss sagen. Beziehungsweise Merle, dich sehe ich gleich noch. Euch anderen. Tschüss, Tobi. Ganz, ganz viel Erfolg, ne? Dankeschön. Oh, 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 oh. Wow. Hilfe. Was bei einem Musical nicht fehlen darf, sind Maske und Kostüm. Dazu zählen nicht nur die aufwendigen Kleider, sondern auch Perücken und natürlich das Make-up. So können sich die Darsteller richtig in ihre Rollen verwandeln. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Kostümabteilung von Tarzan. Da treffe ich Chefin Anja und teste mal ein paar ihrer Kostüme. Manche Kostüme sind eher klein, andere dagegen sind riesengroß und auch richtig schwer. Die Flügel allein wiegen schon 7 Kilo. Das Schwierige bei solchen Kostümen ist, dass sie nicht nur gut aussehen sollen. Die Darsteller müssen ja auch gut drin tanzen können. Ich werde jetzt gleich zum Affen. Das Kostüm nehme ich mit und das passende Make-up kriege ich von Maskenbildner Ruven. Und dem stelle ich auch die dritte Checker-Frage. Warum ist Schminke auf der Bühne wichtig? Ruven verwandelt mit seinen Kollegen jeden Abend die 24 Darsteller in Dschungelbewohner. Hallo Ruven. Ah, hallo Tobi. Grüß dich. Und heute bin ich dran. Wo darf ich mich hinsetzen? Darfst du auch gerne hier Platz nehmen, stehst direkt vom Stuhl. Hervorragend, dann lege ich das da mal ab. Jetzt machst du also aus mir mit Hilfe von Schminke und Maske auch einen Affen, oder? Genau. Ist das denn jetzt eine ganz spezielle Musical-Schminke, die du benutzt? Ja, es ist schon Theaterschminke. Mhm. Die hält einfach ein bisschen fester, weil die Leute natürlich dadurch, dass die sehr starke sportliche Leistung bringen, extrem schwitzen. Und dadurch muss es einfach mehr halten als normales Make-up. Damit sich das nicht einfach hier im Laufe der Vorstellung so verläuft und irgendwo runtertropft. Genau. Klar. Ja, so. In der Natur sieht jeder Affe anders aus. Deshalb hat auch bei Tarzan jeder Darsteller sein eigenes Make-up. Das heißt, jeder Pinselstrich und jede Farbe ist vorher bei allen Darstellern genau festgelegt. Aber so wie du jetzt schminkst, würde man das beim Film oder im Fernsehen auch machen? Oder ist es doch nochmal was anderes, wenn es um Bühnen geht? Nee, es ist tatsächlich komplett anders. Ist es? Ja. Also, weil Musical ist ja sehr weit weg. Mhm. Also, um den Effekt zu transportieren, müssen wir völlig übertreiben. Okay. Und beim Fernsehen musst du eigentlich alles eher ein bisschen minimalisieren, weil du total dicht rankommst. Also, es ist komplett anderes Make-up. Einfach, weil hier in der letzten Reihe die Leute auch noch erkennen sollen, was auf der Bühne in den Gesichtern passiert. Genau. Ja, klar. Es sieht toll aus, jetzt schon, finde ich. Jetzt nur noch die Perücke. Also sieht schon anders aus, oder? So. Oh Gott, das ist sie? Ja, das ist sie, ja. Mit Perücke ist halt gleich auch eine richtige Veränderung. Oh, krass, ja, verrückt. Dann sieht man schon ein bisschen. Das ist ja komplett anders. Dass es anders wird. Das ist ja verrückt. Guckt mal. Gut, ne? Mit Perücke und nur wenigen Pinselstrichen werde ich zum Affen. Cool, was passiert jetzt? Jetzt brauchen wir Body-Make-up. Was heißt, was ist Body? Body-Make-up ist Körper-Make-up. Genau, ab in die Unterhose und dann geht's in die Schmodderbox. Echt? Ja. Okay. So. Okay, cool. Das hier ist also die Schmodderbox. Das ist die Schmodderbox, ja. Hier kriegst du jetzt dein Body-Make-up. Das heißt, was genau passiert hier? Naja, überall, wo jetzt, wenn jetzt überall dein Kostüm ist, hast du ja überall helle Haut. Genau. Und weil wir aber am Comic sind,
und das Comic ist ja immer bunt. Wenn, ja. Du, wenn du den Zeichentrickfilm kennst, dann passt das nicht. Na, das kitzelt. Ist auch kalt, oder? Ja, ist saukalt und es kitzelt. Und? Ja, super. Fertiger Affe. Siehst du jetzt, warum du das Make-up brauchst? Ja, das ist schön. Krass, das ist eine richtige Verwandlung, ja, einfach. Kommt alles zusammen. Also es ist halt auch mal Maske, Kostüm. Aha. Und wenn dann alles zusammen ist, dann macht Sinn. Genau. Und jetzt hier auch vor diesem grünen Urwald-Hintergrund noch mal mehr. Ja. Auf jeden Fall mega cool, das hat richtig Bock gemacht, Rufen. Das freut mich und ich wünsche dir viel Spaß. Dank dir. Also, ciao. Ciao. Mit der richtigen Schminke können auch die Zuschauer in der letzten Reihe noch sehen, was in den Gesichtern der Darsteller passiert und welche Rolle sie spielen. Gecheckt. So, gleich geht die Show los. Ich darf leider nicht dabei sein. Ihr habt es ja selbst gemerkt. Das ist super anstrengend. Das können echt nur richtige Profis. Aber dafür darf ich hinter die Bühne. Und während sich Merle für die Show vorbereitet, gibt's für euch noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte wissen, seit wann gibt es Musicals? A. Seit etwa 50 Jahren? B. Seit etwa 100 Jahren? Oder C. Seit etwa 300 Jahren? Na, habt ihr es gecheckt? Musicals sind vor ungefähr 100 Jahren in den USA entstanden. Richtig ist also Antwort B. Musicals entstanden vor knapp 100 Jahren am Broadway in New York. Guckt mal, Leute. Noch ist der Saal komplett leer, aber jetzt gehen gleich die Türen auf, dann kommen die ganzen Leute rein und dann geht's los. Aufregend. Ich guck mal, was Merle macht. Merle, es geht los. Oh, wie schön. Ich bring dich zur Bühne. Komm mit, bitte. Bist du jetzt aufgeregt? Ich bin total, ja, jetzt bin ich richtig aufgeregt. Hört mal, die Show läuft schon. Dass ich Merle zur Bühne bringe, ist eine absolute Ausnahme. Normalerweise hört sie über Lautsprecher in ihrer Garderobe mit und weiß dann ganz genau, wann sie auf die Bühne muss. Und jetzt? Ups. Ich muss jetzt rein. Jetzt muss ich rein. Okay. Viel Erfolg, ich drück dir die Daumen. Dankeschön. Bis später. Viel Spaß. Und Leute, so sieht das Ganze auf der Bühne aus. Das war's vom Musical Check. Die sind fertig. Hier klatschen alle. Und ich habe jetzt noch ein Geschenk für Merle. Warte. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Oh, danke. Guck mal, das ist für dich. Yes. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi.